Hallo miteinander, ich bin Matthias Hauser und ich habe ein Problem. Es gibt ja immer mehr Leute, die sich über die kleinsten Sachen nerven können, ja, so richtig können sich in etwas reinsteigern und sich aufregen über irgendjemanden oder irgendetwas. Und das finde ich sehr beeindruckend. Ja, es fasziniert mich, mit welcher Leichtigkeit und einer Selbstverständlichkeit sich Leute aufregen können. Und ich schaffe das einfach nicht. So sehr ich mich anstrenge, ich reg mich nicht auf. Ich bleibe ruhig. Und ich merke, wie die Leute mich schräg anschauen. In meinem Freundeskreis werde ich immer mehr zum Außenseiter. Ich merke, ich brauche da professionelle Hilfe. Abgekanzelt. Einseitig kalte Wortduschen und zweideutig warme Buchstabentücher zu dem, was so läuft. Oder eben nicht. Ich habe jetzt YouTube-Tutorials angeschaut, wie man sich in etwas hineinsteigern kann. In 3 Schritten zum Choleriker. Aggressiv in 7 Sekunden, ohne Ernährungsumstellung. Hat alles nichts genützt. Ich bin jetzt auch in einer Selbsthilfegruppe, AA. Die sogenannte anonyme Antiaggressive. Dort machen wir extra Sachen, um so einen Wutanfall zu provozieren. Wie zum Beispiel mit fettigen Händen Ketchup-Beuteli aufmachen. Auf öffentliche WCs gehen, wo es kein WC-Papier hat, oder im Feierabendverkehr durch den Kubrist fahren. Aber ihr könnt euch vorstellen, wie es mir dann gegangen ist, als ich ohne Wutanfall wieder heimgefahren bin. Ich habe mich wirklich als Versager gefühlt. Ich habe mich dann beim Basler Politiker Erik Weber, der ja noch gerne mal ausrastet, zum Hass-Yoga angemeldet. Ja, er bietet so autogenes Training zum Stress aufbauen an. Da kann man lernen, wie man sich so richtig verkrampft und zu dem Zweck hört man zum Beispiel Büzerbuben. Aber man würde es kaum glauben, aber nicht einmal das hat etwas gebracht. Ich habe keinen Wutanfall bekommen. Ich habe dann einen Kurs bei der Migros-Clubschule gebucht. Wut tut gut. Und dort haben sie schon in der Kursausschreibung gross plagiert, dass sie eine 100%ige Wutanfallquote haben. Es sei noch jeder hässig geworden. Wahrscheinlich, weil sich die meisten nur schon aufregen, wenn sie Preise sehen von diesem Kurs. Ich für meinen Teil habe mich auf jeden Fall wieder mal nicht aufgeregt. Darum habe ich mir jetzt wirklich professionelle Hilfe geholt. Ich bin zum Arzt gegangen und der hat mir dann auch bestätigt, das sei ein genetisches Problem. Mir fehle einfach das Empörungsgen. Und der hat mir darum Medikamente verschrieben. Ja, statt Beta-Blocker Alpha-Starter, um so richtig durchzustarten. Oder auch halt Harmoniehemmer, die ich jetzt regelmäßig nehme. Ich bin natürlich nach wie vor masslos enttäuscht, auch über mich selber, dass ich mich nicht aufregen kann. Aber ich bin glücklich und froh, ja schon fast ein bisschen stolz, dass sich mein 4-jähriger Sohn durchaus aufregen kann. Und es ist sogar so, dass wenn er sich aufregt, dann steigt sein Blutdruck so hoch, dass er Nasenblüten bekommt. Und ich will jetzt nicht sagen, dass er sich viel aufregt, aber er ist schon ein regelmäßiger Blutspender. RefLab.